Moin Moin und herzlich willkommen zu Folge 6 des Let's Learn Slayer Cyclen. Wir haben das Lab abgeschlossen, wir sind jetzt offiziell Slayer und wir starten gleich mit Akt 5. Wir gucken gerade nur noch mal eben, ob wir hier einen Vorlink finden. Tun wir nicht. HP sieht in Ordnung aus, 1400 live. Wir haben es noch nicht hingekriegt. Castman Damage taken, Immortal Call. Oder Enfeeble unterzubringen. Kommt aber hoffentlich noch. Muss man das so legen? Unser Physical Damage ist immer noch grottig. Das liegt aber hauptsächlich an der Waffe. Und dadurch, dass unser Physical Damage grottig ist, ist auch unser Mana Leech grottig. Weil der natürlich abhängig ist vom Physical Damage. Wieso sammle ich überhaupt blaue Waffen auf? Nur aufsammeln, wenn die vor links sind. Oh, Three Link zumindest. Great Mallet. Den hätte man jetzt mitnehmen können, wenn ich eine Alternative für den Waffen-Vorlink gehabt hätte, aber habe ich nicht, also lassen wir den liegen. Wenn wir uns den Skilltree mal angucken. Die nächsten Skillpunkte gehen auf jeden Fall hier in die Damage Notes, Attack Speed, Life und Aura's und dann hier Richtung Resolute Technik. Damit steigt unsere DPS nochmal ordentlich an. Und auch unser Life Pool. Wieder ein Three Link.
Der Händler hat einen Vorlink. Okay, erstmal hat der Händler einen Ring für mich. Lightning und Fire kann ich jeweils nicht ablegen, ohne dass ich meine Resis über Bord werfe. Das heißt, ich werde jetzt mal den Fire-Resi-Ring austauschen mit dem hier. Hoffentlich ist er gut. Fire Damage to Attacks, All Res. Aber ich glaube besser als der. Der hat zwar Fire Damage, aber sonst nichts Großartiges. Also weg damit. Ah ja, genau. Ah ne, das ist nicht der Schmied. Ich meine, wenn wir bis Level 41 nichts Besseres gefunden haben, schmeiße ich wieder eine Binding Orb auf eine Timber Axe. Man muss immer ein bisschen damit spielen, wie weit man den Cyclone setzt. Wenn man den zu kurz setzt, den Cyclone, weil der geht ja dahin, wo man hinklickt, ohne Mana weiterhin zu verbrauchen. Also man verbraucht nur einmal für diese volle Distanz. Man verliert aber Kontrolle über den Char. Und das ist ein riesen Nachteil, gerade in Bosskämpfen. Also das muss man ein bisschen ausbalancieren zwischen viel Kontrolle, hohe Mana-Kosten und wenig Kontrolle, geringe Mana-Kosten. Der Damage ist derselbe. Angenommen natürlich, man bleibt in Range. Mit seinem Cyclone von den Gegnern. Oh. Ist aber ziemlich low level, ne? Der hätte schon extrem krank rollen müssen. So wie der hier. Triple Res. Okay, die werde ich wahrscheinlich eine ganze Weile nicht mehr ausziehen. Und diese hier lohnt es sich sogar zu vorlinken mit Jewelers und Fusings. Die ist krank, die Brust. 68 live. Und dann
hat die 46 Resi und man kann auch Resi draufcraften. Absolut, absolut krank. Und das werden wir gleich auch machen. Das wird ein paar Probleme lösen. Damit hätten wir dann unseren zweites Sixlink. Habe ich gesagt, zweites Sixlink? Meinte natürlich Vorlink. Ah, lass mich durch. Level 3 ist in Ordnung. So, Waypoint. Gehen wir mal kurz zurück ins Hideout. Dann vorlinken wir die Brust mal. Zuerst natürlich auf 20 Quality bringen, damit wir nicht so viele Jeweler und Fusings brauchen. Five Socket. Nice. Five Link. Gut, immerhin Vorlink. Und Five Socket, das hilft auch schon ungemein. Was können wir damit jetzt machen? Da kann ich das Damage Setup von der Axt reinschmeißen. Die auf jeden Fall aus. Und dann bin ich nicht mehr wirklich an die Links gebunden, aber ich will trotzdem Links auf der Waffe haben. Was machen wir also hiermit? Und wir müssen da erst eigentlich nichts wirklich Großartiges mehr machen. Wir können das erstmal so machen. Das Ding ist, diese hier sind auch ziemlich, ziemlich gut. Was ich jetzt mit diesen hier machen könnte, ich könnte die auch vorlinken. Die werde ich wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr ausziehen. Ah ja. Hä. Sehr gut. Ein blauer Bl bitte. Dieses Spiel, ne? So, Cast when Damage taken, Enfeeble, Immortal Call. Dum-dum-dum-dum-dum. Increased Duration. So, was haben wir jetzt noch übrig? Wir haben Concentrated Effect, was kein wirklicher Link ist, aktuell. Blood Rage brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen Ancestral Warchief und Mame. So. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Wie kriegen wir die unter? Was ist das bessere Item von denen hier? Ich meine, der ist ziemlich gut, der hat noch Int. Aber der hat Physical. Ich brauche auf jeden Fall zwei rote Sockel. Was einfacher ist, auf dem hier zu kriegen. Ich meine, Blood Rage kann hier rein. Die Armorer Scraps sind so günstig.
Wie kosten die aktuell? Ja. Krieg 5, auf jeden Fall 35 für den Chaos. Vier. Wait. Mark Sockets 4. Yo! What the fuck? Was ist los heute? Ich bin mit einem 3-Link zufrieden. Okay. Ausgleichende Gerechtigkeit, würde ich sagen. Aber den kann ich dann halt auch auf 3 Rot, 1 Blau rerollen. Nicht 4 Rot. Danke. Dann kann nämlich noch Melee Physical mit rein. Gut, jetzt haben wir einiges ausgegeben. Aber wir sind jetzt auch erstmal wieder fit für die Zukunft. Sehr fit für die Zukunft. Moment mal. Wie sehen die Resis überhaupt aus? Passen die noch? Ja. Wobei, ich habe mich gerade dazu entschieden, auf die nächstbessere Axtbasis zu craften. Weiß zwar noch nicht wirklich, welche das ist, aber das werden wir gleich rausfinden. PoE Axes. Die nächstbeste Axtbasis ist tatsächlich die Timber Axe mit Level 41. Okay.
Das Ding ist, selbst wenn unsere DPS etwas runtergehen würde, wäre das nicht wirklich schlimm. Weil wir haben aktuell auf dieser Waffe nur 82 Physical DPS. Und Physical DPS ist eigentlich das, worauf es wirklich ankommt. Wenn wir uns dieses Schwert mal angucken, hat das schon ohne Quality. Also mit Quality hat das Ding 90 fürs DPS. Und da ist noch kein Damage Roll drauf. Das heißt, selbst normale Basen ohne Damage Roll sind vom Fist DPR jetzt aktuell besser. Deswegen will ich so schnell wie möglich die Waffe upgraden. Ich kann aber anscheinend keine fucking Fallings aktuell finden. Was ist hier los? Four Socket, keine Fallings. Ist doch nicht wahr. Aber wie geil wäre das, wenn ich das Pendant zu dieser jetzigen Waffe kriegen würde? Das heißt nicht drei Elemental Damage Prefixes, sondern drei Physical Prefixes. Das wäre absolut krank wäre das. Also Physical Percent Hybrid, Physical Percent und Flat Physical. Holy shit. Und dann noch Attack Speed. Hehehe. Der Mana Leech sieht gar nicht mal so schlecht aus aktuell. Tooling. Oh. Two-Handed Mace. Seriously? Das Level 1 Ding? Och Mann, ich habe mich schon so gefreut. So. Vor Innocence werde ich auf jeden Fall eine neue Waffe haben. Essence. Level 3 geht noch. Wie viel DPS macht der Watchchief jetzt eigentlich? 2000. Zeigt uns 2400.
Ich nehme die schon mal mit, falls ich. Ja, vielleicht finde ich ja doch noch eine Vorlink. Holy moly. Wenn ich nicht schon so eine gute hätte. Krass, wenn Damage Taken stoppen. Also zwei Mana Flasks brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Okay. Portal. Vier Whetstones. Ein Binding. Oh boy. Warum immer Elemental Damage? Naja. Ich kann Physical draufcraften. Ups. Ich kann Physical draufcraften. Aber. Bubbling. Naja. Sechs Alterations. Gefällt mir gar nicht. Der ist halt nicht gut. Das gefällt mir überhaupt nicht. Gibt's hier noch einen? Vorlink. Come on. Das sind Zweihandwaffen. Wieso sind Vorlinks so selten? Komm, gib mir was Vernünftiges diesmal. Jo. Okay. Da ist noch ein Suffix offen. Was kostet Attack Speed auf Waffe zu rollen? Zwei Chaos. Ist ganz schön viel. Obwohl, wenn man das mal ins Verhältnis setzt, zwei Chaos sind jetzt nicht mehr als ein Item zu vorlinken, also vertretbar. Jo. Gut. Hier sollen jetzt drei rote, ein grüner drauf.
Gut, die DPS steigt jetzt von 1600. Auf 3000. Nice. Wo waren wir? Chamber of Innocence. Ah ne, Quatsch. Portal. Joa. Es fehlt ein bisschen Cold Dress, aber brauchen wir aktuell nicht. Komm her. Hier reicht der Mana Leech aus. Single Target reicht da noch nicht aus. Oh boy. Beim Ball immer aufpassen. Nice, nice. Okay. Not too bad.
Hey, was war das? Die nächste Axt, die ich craften will, ist eine Labrys und die droppt in Zone 49+. Das ist also das nächste Ziel. Level 3 ist genug. Stoppen wir mal. Der Leech bisher ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wie man gerade eben gesehen hat, haben wir die AP quasi direkt wieder hochgeheilt, die wir verloren haben. Unser Damage ist noch minimal zu niedrig, um den Mana Leech wirklich zu füttern. Oder so, dass der Mana Leech ausreicht. Etwas zu niedrig, aber nicht mehr viel. Vielleicht reicht es schon, wenn wir Resolute Technik kriegen. Komm schon.
Kohldresi ist auch gleich wieder ausgeglichen. Zwei Skillpunkte noch. Ich bin fast sicher, dass ich auch schon eine Einhandwaffe gefunden haben könnte mit der DPS, die jetzt meine Zweihandwaffe hat. Weil ich habe so viele Rare Einhandwaffen gefunden. Und so gut wie keine Rare Zweihandwaffe. Ein bisschen traurig. Gut. Das wäre das. Skillpunkt abholen. Sehr gut, zwei Stück. So, zack, zack. HP sieht gut aus. Resis sind alle gecapped. Können wir uns jetzt auf den Weg zu Gitawa machen. Ich muss mich jetzt nicht wirklich darauf konzentrieren, noch ein Level voll zu machen vor Kitawa, weil der nächste Skillpunkt nicht wirklich was bringt. Wenn wir uns das mal angucken. Nächsten beiden Skillpunkte sind nur Stärke.
Okay, kriegen wir also noch ein bisschen Stärke dazu. Dann rufen wir den guten Kitawa mal. Sehr nice. Damage sieht gut aus. Ich könnte auch, hätte auch Fortify reinnehmen können für Added Fire. Vielleicht noch ein bisschen tankier. Schwierigste Phase ist immer, wenn sich diese drei Damage Abilities überlappen. Einmal diese Portale, dann die Explosion und der Hieb. Das kann teilweise recht gefährlich werden. Aber das macht er immer. Er macht jetzt die Portale, diese schwarze Zone. Jetzt macht er die Explosion. Oder er stirbt. Aber er hätte jetzt die Explosion gemacht. Dann kann man sich schon mal darauf bereit machen, rauszuliepen. Und dann kommt der Hieb. Und also da muss man, wenn man aus der Explosion rausgeliebt ist, muss man auch schon die Seitwärtsbewegung einleiten, sodass man nicht von dem Hieb getroffen wird. Und dann kann man wieder Damage auf Kitawa machen. Und dann sollte das Portal eigentlich auch schon fast wieder despawnen, also. Habe ich jetzt überhaupt Schaden genommen in dem Fight? Ich glaube, das war bisher mein bester Kitawa-Kill. Easy Mode. Gut, damit sind wir in Akt 6 angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.